Dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Ich glaube, der König hat hier irgendwo eine Geheimtür eingebaut. Würden wir die nur finden. Kann ich die nicht töten? Kann ich einfach so von hinten bam. Was haben wir hier? Was sagt er dir? Sehr gut gemacht, mein Freund. Unglaublich. Etwas gefunden? Ein wahres Füllhorn, ja. Und ihr? Ich glaube, ja. Ja. Das sind sie. Das sollte die Sache erledigen. Darf ich vorschlagen zu gehen? Beeilen. Wäre sinnvoll. Was ist das? Unser Ausgang. Gib mir Deckung, ja? Halt den Bastard auf! Gut gemacht. Warte! Du entkommst nicht, du Feig. Gut gemacht. Napoleon Bonaparte. Wo habt ihr das Kämpfen gelernt? Keine Ahnung. Ja. Erfahren. Reißt ihr das Herz raus? Ihr seid ein Schlafer Vollengel mit der Klinge. Tschüss. Komm, boah, so lange noch. Wo habt ihr das Kämpfen gelernt? Gehen wir. Sucht alles ab! Ich will die Dokumente! Er? Was? Verdammt! Ja, Kapitän Rui hat diese Wirkung auf Menschen. Ein Freund von euch? Ein hartnäckiger Stachel, den ich noch nicht ganz herausziehen konnte. Ich brauche Informationen von ihm. Ich muss zu ihm zurück. In dem Tumult. Ihr würdet ihn dort nicht finden. Kommt mit mir, ich habe eine bessere Idee. Die wäre? Mal schauen. Ihr habt euch gut geschlagen da hinten. Ich schätze, ihr habt nie eine militärische Laufbahn in Betracht gezogen. Ich halte nicht viel von Befehlen. Ah, der Schrecken von Generälen und Staatsmännern aller Orten. Ein Individualist. Ich kenne das Gefühl. Ja, Napoleon. Wir haben den meisten Soldaten etwas voraus. Und zwar... Wir haben einen eigenen Kopf. Wenn ihr euch heute verpflichtet, seid ihr in 10 Jahren ein Marischal. Garantiert. Ein großzügiges Angebot. Aber nein. Wohin das Herz führt, muss ein Mann folgen. Kommt zu mir, wenn ihr eure Meinung ändert. Gern, aber danke, nein. Bonaparte ist mein Name. Ja. Napoleon Bonaparte. Oberstleutnant der Artillerie. Zurzeit. Arnaud Dorian. Angenehm. Und tut mir den Gefallen, falls jemand fragt. Ich war nie hier. Ich habe mir all dies nur aus einer Tischlerwerkstatt aus der Ferne angesehen. Clever. Ein Gesicht in der Menge. Natürlich. Auf jeden Fall noch königlicherseits. Einen Moment. Ihr solltet in Deckung gehen. Alles in Ordnung hier? Gut, Korporal. Grandioser Schuss. Der richtige Drill ist entscheidend für den Erfolg eines Regiments.
Wir sollten jetzt gehen, Sir. Hier trennen wir uns. Was ist mit Rui? Gebt mir ein paar Tage. Ich werde sehen, was ich in Erfahrung bringen kann. Vielleicht lässt sich ein Treffen arrangieren. Macht's gut. Danke. Doch nicht so klein, wie man dachte, ne? Napoleon Bonaparte. Schaue ich gerade auf die Uhr. Und bin am Überlegen, ob es vielleicht noch weitergeht. Da haben wir auf jeden Fall das nächste Ziel. Was es ist, das weiß ich noch nicht. Aber ich würde gerne. Kann ich vorher einkaufen irgendwo vielleicht? Und wir gehen. Immer die. Ach komm, halt's Maul. Zack. La 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 la. Fixet durch. Ich glaube nicht, dass noch irgendeiner. Oh doch, ein Supermarkt. 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 Unten, unten, unten. Unten rein, 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 rein. Hallöchen. Er passt auf jeden Fall dahinter. 5 haben wir zur Verfügung, aber ich brauche nur Medizin. Dankeschön. 3 ist wieder. Den Rest kann ich, glaube ich, auch finden, würde ich sagen, oder? Dietrich habe ich voll verdunklingen. Naja, die sind gut. Die kann man ab und zu gebrauchen. Und Munitionskugeln, weiß ich nicht. So, sollte ich auch kaufen. Aber ich finde jetzt noch welche. Weiß nicht, ob das abweicht hier von der Ausrüstung. Ah, komm, wir kaufen. Guck mal eben. Ausrüstung. Ausrüstung. Kupf. Kupf, 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 Kupf. Zusätzliche Beute plus 40%. Okay. Nahkampf, Nahkampf. Okay. Ah, das haut natürlich jetzt hier rein. Na, das sieht. Naja, aus. Schleichen halt weniger, aber muss das denn? Der Gesundheit natürlich richtig, richtig runter, aber dafür das Schleichen extrem hoch. Das ist halt die gute Sache. Okay. Eigentlich haben wir alles. Jetzt würde ich sagen, zappeln nicht herum. Ab zur nächsten Sequenz. Ja. 140 Meters. Aber da, da. Ich dachte, wir kommen hier nicht raus. Ihr seid die wahren Patrioten. Ihr seid nichts als Kanonenfutter. Nun, heute schicken sie mich zu den Reichen, wie es scheint. Yay. Richtig. Schnüffeltiger? Brauchst du mir töten, schon tot. Ist doch schon tot, Mensch. Und tschüss. Na, ist unser Ziel. Ist wieder fein am Singen. Da. Das September-Massaker, leichte Hellebrade. Okay. Nehme ich doch alles an. Psch. Heute Morgen wurde ich von 3 Männern belästigt, die einen aufgespießten Kopf umhertrugen.
Sie hielten meine Uniform wohl für ein Zeichen des Adels und verlangten, dass ich lang lebe die Republik rufe, um meine Loyalität zu beweisen. Ich schätze, die dreifarbigen Kokarden sind heutzutage passé. Was habt ihr getan? Ich rief, lang lebe die Republik. Ein Mann mit Prinzipien. Leben ist wertvoller als Würde. Aber so etwas passiert, wenn man halbverhungerten Narren die Gewalt über die Regierung gibt und blutrünstigen Wilden das Kommando über die Armee. Rui. Ich wollte ihn in eine weit entfernte Garnison versetzen. Doch er muss wohl über sehr gute Beziehungen verfügen. Er ist unberührbar. Aber ihr wisst, wo ich ihn finden kann. In der Kaserne erzählt man sich, dass er und eine Einheit seiner Kumpane diesen Nachmittag zum Grand Châtelet marschieren wollen. Wenn ihm ein Unglück zustoßen würde, würden nur wenige in Frankreich leiden. Meine Karriere sicher nicht. Tja, feilt an eurer Redekunst.